Mein Name ist Jule und ich bin heute hier vom ersten Lehrjahr. Wir haben einen Lehrgang hier und wurden hierzu eingeladen, uns das hier anzugucken. Meine Erwartungen, ich habe keine Erwartungen. Ich freue mich einfach, hier sein zu dürfen und mir das Ganze anzugucken. Ja, mein Name ist Fabrice. Ich bin auch von der Berufsschule und wohne hier auch diesen Lehrgang im ersten Lehrjahr. Und meine Erwartungen, ja, mal gucken, neue Technik denn, was denn so, wie das so ist. Und dann mal gucken, vielleicht kann man auch mal selber Hand anlegen. Ja, mein Name ist Norbert Klü. Ich komme aus Kirchhatten im Landkreis Oldenburg. Und dort haben wir jetzt kürzlich beschlossen, dass wir die Wegeseitenränder an Gemeindestraßen in einem Pilotprojekt nicht mehr mulchen wollen, sondern eben mit der Doppelmesser-Mähtechnik schneiden wollen. Und das ist die Motivation und der Grund, weswegen ich heute hier bin, um das vor Ort mir mal anzusehen. Mein Fazit von dem Ganzen war, ich war sehr positiv überrascht, mal was anderes, was ich sonst noch nicht gesehen habe. Was ich sehr faszinierend fand, beziehungsweise gut fand, dass man danach gesehen hat, dass das Mähwerk insektenschonend arbeitet, also nicht vom Mähwerk erfasst werden. Ja, ich fand es eigentlich recht informativ, die ganze Veranstaltung zum Thema auch Insektenschonung, dass auch Tiere oder auch Hühner oder Vögel, die im Gras brüten, nicht gleich direkt mitgemäht wurden. Und ja, eigentlich recht tolle Geräte. Also das Fazit am Ende der Veranstaltung für mich, es war sehr lohnenswert, dass ich den Weg von Kirchhatten hierher gemacht habe, nach Wietzen. Es war eine interessante Technik und das für mich Interessante war, dass man auf konkrete Fragen der unterschiedlichen Einsätze sofort reagiert hat und auch mechanisch und technisch die Messerbalken umgestellt hat, dass man das Ergebnis vor Ort sehen konnte. Mein Name ist Matthias Antelmann von der Dollar Nienburg. Wir sind hier heute auf unserem Praxis-Feldführungstag zum Thema Doppelmesser-Mähwerke. Das insektenschonende Mähen hat in letzter Zeit in der Landwirtschaft große Bedeutung dazugewonnen. Die Technik dazu steht auch bereit. Sie hat natürlich nur noch ein bisschen ein kleines Imageproblem. Das heißt, viele Leute trauen der Technik nicht zu, dass sie das Gleiche leisten kann wie bisherige Mähwerke, die in den Betrieben laufen. Und wir versuchen heute hier den Teilnehmern ein bisschen zu zeigen, wie gut die Technik funktioniert. Natürlich auch, was man beachten muss, wie man die Technik einstellt, wo sie ihre Schwächen hat, die man aber auch beheben kann. Und ja, wir haben heute hier mit den Teilnehmern oder wir werden mit den Teilnehmern auch noch einen Teil dieser Fläche abmähen. Es ist eine extensiv bewirtschaftete Grünlandfläche. Wir hoffen, dass die Teilnehmer heute hier von dem Mähtag einiges mitnehmen können. Und zwar, dass sie überhaupt mit der Technik in Berührung kommen, für die noch nie was davon gesehen haben, beziehungsweise noch nie damit gearbeitet haben. Oder dass sie auch etwas lernen, wie sie mit den Mähwerken dann umgehen können und es vielleicht in Zukunft das Kaufverhalten beeinflussen kann.